Moin moin und willkommen zurück zu einem weiteren Part LS15 aus Schönebeck. Wir sind jetzt zwar ein bisschen am Getreide auslagern. Preise habe ich zwar noch keine guten, aber ich brauche ein bisschen Kohle, weil ich mir auch noch ein paar Sachen noch kaufen will und ich muss auch noch. Ich werde mir dann gleich von dem Teil der Kohle, werde ich mir dann mit dem Großen hier dann, der ist nur gemietet, keine Panik, ne? Das ist alles nur gemietet, das Gespann. Werden wir uns dann auch gleich ein bisschen Kalk, oh, ja, noch ein bisschen Kalk besorgen. Muss uns vermerken, wie dicht wir ranfahren müssen. Alles klar. Und möglichst den Bullen in der Mitte treffen, damit wir oben gut abladen können. Ist ja schön. Werden wir jetzt ein bisschen auslagern. Also der Radlader gehört zum Hof hier und das Gespann ist nur gemietet. Er ist momentan auch noch ein bisschen am momentan mit der Gerste-Ernte angefangen. Also die Gerste-Ernte ist auch im Gange. Raps-Ernte ist beendet. Hat auch alles gefunst. Das müssen wir dann zwischenzeitlich immer mal noch ein bisschen Gras mähen für die Kühe. Und wenn die Gerste dann. Jo, Hauptsache du lädst ab. Und wenn die Gerste dann. Ich hätte das vielleicht mit dem Telelader machen gesollt. Und wenn die Gerste dann weg ist, dann gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Mais. Dann werden wir mal Mais häckseln. Wir können das dann eigentlich so machen. Ja, mal aussteigen, wir schmeißen dich mal an. So, und dann habe ich mich hier oben. Sehe ich nämlich, wie voll er ist. Und ob er einlädt. Ich habe ein neues F1-Menü. Das heißt, eine andere Farbe. Findet ihr bei Modhoster. Fand ich ganz nett. Kann ich wesentlich besser lesen als das andere. Ist ja auch Geschmackssache. Thema Livestream. Streaming ist, habe ich jetzt gestern mal gestreamt mit einer anderen Technik, also mit einem anderen Anbieter, mit einem anderen Provider. Das hat einwandfrei funktioniert. Ohne Abstürze. Da muss ich mich jetzt noch ein bisschen rantasten mit den Audioabstimmungen, wie das hinhaut. Ich habe gestern Nachmittag 2 Stunden von der Schönebeck noch ein bisschen gestreamt. Also wer das noch mal sehen will, unten auf den Hitbox-Link klicken und dann bei Videos. Ich glaube, der erste Teil heißt Sonntags in Schönebeck. Und dann abends habe ich noch mit den Jungs von der Agrargemeinschaft Probstei auch noch ein bisschen gestreamt. 2 Stunden oder nee, nicht ganz 2 Stunden. Und ja, also das läuft jetzt einigermaßen. Also gestern lief das. Mein OBS ist nicht abgestürzt. Alles supi. Mit der LTE-Außenantenne von der Telekom und mit der Telekom funktioniert das super. Bis jetzt. Also, ich kann nur für gestern sprechen. Also werden wir da jetzt öfter mal streamen. Weil datentechnisch ist das ungefähr das gleiche, als wenn ich jetzt ein 20-Minuten-Video hochlade oder 2 Stunden streame. Es kostet die gleichen Daten.
Und tut mir leid, wenn ich da nicht jedes Mal ein Ankündigungsvideo zu mache. Ich habe momentan noch keine festen Streamzeiten. Das kann ja mal sein, dass ich mir auch mal feste Streamzeiten angewöhne. Die werde ich dann auch noch mal auf Facebook und dann hier auch noch mal bekannt geben. Aber ich mache nicht zu jedem Stream jetzt ein Ankündigungsvideo. Also da müsst ihr dann einfach auch mal ein bisschen gucken, auch auf meiner Facebook-Seite. Da kündige ich die dann spontan, halt spontan. Und wenn ich das zeitlich irgendwie weiß, dass ich das einplanen kann, dann mache ich das irgendwie so ein oder ja, einen Tag vorher. Aber da jetzt jedes Mal ein extra ein Ankündigungsvideo aufzunehmen und hochzuladen, das mache ich nicht. So, dann bist du jetzt theoretisch voll. Dann können wir nämlich einmal abhauen. Also wer auch mal gerne beim Livestream dabei sein will, einfach mal unten auf den Hitbox-Link klicken und ups, und dann vielleicht mal auf vielleicht auf Folgen drücken, auf Follow drücken. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ich theoretisch wäre da noch eine Schaufel, noch eine halbe Schaufel reingegangen. Egal. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ich streame. Und die Streams werden aufgezeichnet. Das heißt, wer es nicht schafft, da kann sie sich die dann auch da unter den unterm Reiter Videos noch mal angucken. Aber im Endeffekt ist ja mal gut, Aufwand ist auch beim Stream, aber nicht so viel mit Rendern und machen und tun. Sollte das sich jetzt so, Ufer überfahren, sollte sich das jetzt so mal, ich fahre in die falsche Richtung, jawohl, wissen wir doch. Sollte sich das mal, oder sollte sich das bessern her von der Technik, beziehungsweise sollte das dann auch reibungsloser laufen, werde ich mir dann vielleicht auch mal feste Streamzeiten überlegen. Und da ist so Sonntagnachmittag ist meistens immer so ein Tag ist dann immer so, wäre dann mal, denke ich, Sonntagnachmittag, weil ups, wenn es mal wieder länger dauert, schnapp den Snickers. Dann ist so Sonntagnachmittag eigentlich immer so die beste Zeit dafür. Kommt auch immer ein bisschen aufs Wetter an. Also wenn auch mal gutes Wetter ist, kann das auch noch mal sein, dass ich dann mal eher dann mal draußen bin. So, wie war das jetzt? Ah, da komme ich doch garantiert wieder nicht rum, ne? Schön weit ausholen. Ja, Fußgänger, auf Fußgänger achte ich jetzt mal nicht. Wie ihr seht, ich habe den Verkehr wieder ausgestellt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich euch das beim letzten Video schon gesagt habe, weiß ich gerade gar nicht. Der ging mir auf die Nerven. Ich hätte das natürlich auch mit zwei Hängern auslagern gekonnt. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr mitgekriegt, aber. So bin ich ein bisschen schneller.
jetzt hier im Livestream haben wir noch Stroh gesammelt und noch den restlichen Raps gedroschen. Also hier im Endeffekt haben wir, ich glaube, das war hier das große Stück. Hier war das direkt am Shop, hatte ich noch was, und dann da unten auf der, was ist das, auf der 5, nee, 3, nee, 5, auf der 5 noch, dann noch den restlichen Kram gedroschen. Und beim Stream muss ich nicht viel machen, ich muss dann nur meine OBS starten und noch ein paar Sachen einrichten und dann lasse ich das laufen. Das wird eh automatisch aufgezeichnet. Und ja. Da kann ich dann auch mal ein bisschen Mucke nebenbei mitlaufen lassen. Geht hier aus GEMA-rechtlichen Gründen ja nicht. Na, komm schon. So lang? Heftig. Der ist jetzt für 4 Stunden. Ja. 3 Stunden, 3 Stunden noch was jetzt noch gemietet. Ein bisschen Getreide auslagern jetzt noch, bisschen Kalk holen noch hier, also auch hier von der. Wenn wir dann bei der letzten Tour, bei der letzten Tour werden wir dann ein bisschen Getreide mitnehmen. Das war ja wieder klar. Tja, da sind wir wieder. Passiert halt während der Aufnahme auch mal, dass man mal ans Telefon muss. Also bei der letzten Tour werden wir dann mal ein bisschen Kalk mitnehmen, weil ich noch nicht so viel Mist und noch nicht so viel Gülle habe. Das würde nie reichen. Nageln wir mal was Schönebecks Langstraßen. Häcksler werden und zum Mais häckseln. Den Häcksler werden wir uns auch erstmal mieten. Und ja, Häckselwagen wahrscheinlich wohl eher kaufen, weil die sind ja nicht ganz so teuer. Da muss ich noch mal gucken. Bin schon wieder. Wieso fahre ich immer an der blöden Ausfahrt vorbei? Aber immer. Das habe ich noch nicht drauf. Da an dem Querweg da hinten, da nagel ich immer vorbei. Oh. Da wollt wie lang. Ne, kannst du ein Stück weiter zurück. Muss noch ein bisschen ausholen.
Jetzt ist eigentlich egal, wie wir uns hinstellen, ne? Ja, wenn wir jetzt noch mal einmal, denke ich, nur eine Ladung werden wir noch machen. Ach komm. Da man hier viel selber schaufeln muss, habe ich jetzt meistens auch, ich habe jetzt schon am Kuhhof hier einen Telelader, ich habe einen Telelader bei der Getreide-VEB stehen und ich habe hier einen Telelader. Ich glaube, ein Telelader steht hier, glaube ich, auch noch. Zack, na gut, Hauptsache du entleerst. Könnte mir natürlich auch hier in dieser Halle, das ginge auch, mir ein Förderband reinsetzen. Das würde hier in der Halle noch gehen, aber in der hinten, in der anderen geht es nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Also mir dann hier ein Förderband hinsetzen. Nur die Haufen haben halt Kollision, also wäre das auch doof. Dann müsste man die Kollision aus den Haufen rausnehmen. Werde ich vielleicht noch mal tun. Dann kann man da nämlich ein bisschen einfacher einfach ein Förderband hinstellen und gut ist. Da spart man sich schon wieder ein teures Fahrzeug. Ich hoffe, ihr habt den Montag alle überstanden. Bei mir ging das so einigermaßen. Keine besonderen Vorkommnisse. Und mit dem Stream müssen wir jetzt halt mal gucken. Es hat mich gestern, nachdem ich das nur mal so probiert habe, hat mich das echt überrascht, dass das so gut funktioniert hat, vor allen Dingen auch mit Multiplayer. Also Multiplayer plus Stream. Es hat richtig gut funktioniert auch. Von daher werden wir mit der Agrargemeinschaft Propstei sicherlich auch mal einen Stream anwerfen. Wann und wie, kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist meistens auch spontan. Es kommt dann auch immer darauf an, was wir gerade machen, wie viele Leute wir gerade im sind.
Aber wenn wir dann von der Agrargemeinschaft Propstei streamen, und ich dann mit denen streame, dann meistens eher abends, also ab 8. Oder am Wochenende vielleicht auch mal nachmittags. Weil wir halt alle auch irgendwie ein bisschen arbeiten müssen, ne? Lass mich doch mal rein. Das ist wieder. Fahren wir jetzt da raus. Wir können auch da rausfahren, das ist egal. Ich habe jetzt schon so einige Spielstunden hier zusammengekriegt auf der Karte und kann echt nur sagen, top. Wie gesagt, so ein paar kleine Bugs sind ja schon gefunden worden. Aber das kann ja immer mal vorkommen. Das ist ja auch nicht verkehrt, das ist auch nicht schlimm. Die wird es immer mal geben. Ich habe mir mal Gedanken über den Community-Server gemacht, um das Thema vielleicht auch nochmal anzusprechen. Es wird über einen, also wenn wir das machen, wird das über einen Dedicated Server laufen. TS ist Pflicht. Also wenn ihr mit mir zocken wollt über Teamspeak, das ist Pflicht. Das muss schon sein, weil wir wollen hier nicht die ganze Zeit im Chat rumschreiben, sondern wir wollen ja ein bisschen spielen, ne, und Spaß haben. Also Teamspeak ist definitiv Pflicht. Und da gehe ich auch nicht zurück. Also das ist definitiv Pflicht. Wie es mit DLCs und Mods aussieht, muss ich noch gucken. Map. So, mal gucken, vielleicht auch die Schöneberg. Mal gucken, weil die lohnt ja auch im oder die lohnt sich ja im Singleplayer, im Multiplayer dann ja auch mal richtig. Aber das ist alles noch nicht so. Da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, wie ich das mache. Da wird auch jeden Tag das Passwort geändert vom Server und das Passwort gibt es wirklich nur im Teamspeak. Teamspeak ist Pflicht. Ja, Geld steigt wieder ein bisschen. So, während ich jetzt hier aber noch ein bisschen Getreide weiter auslagern, sage ich mal wieder danke fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein und ja, beim nächsten Mal noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Weizen dreschen.
Weil das ist jetzt angesagt momentan, Weizen dreschen, danach halt häckseln. Und dann würde ich sagen, danke fürs dabei sein, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!